Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von World of Tanks. Mit mir dabei der Joma und der Hauptmann im KV4 und im Charioteer. Hallo. Moin moin. Ja, liebe Zuschauer da draußen, ich möchte das hier mal zu einem Aufruf machen. Aber keine Partnerbörse oder sowas in der Art, sondern wir suchen... Wir sind ja nicht so die Pros in dem Game, ne? Wir sind vielleicht auch nicht mehr so ganz die Noobs, aber wir sind eben halt auch nicht die Pros. Joma, sag mal ganz kurz, wohin? Links. Links, okay. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn einer der Spieler, die durchaus Fähigkeiten in dem Spiel besitzen, uns vielleicht etwas unter die Arme greift und uns etwas unterstützen würde, beziehungsweise mit uns fährt und uns Tipps gibt und uns voranbringt. Wenn sich da jemand berufen fühlt und auch wirklich was auf dem Kasten hat, gerne her damit. Man muss ja nicht gleich in irgendeinen Clan eintreten oder so ein Quatsch da irgendwie, aber ein bisschen zusammenfahren, ein bisschen mal was zeigen und dass wir uns was zeigen lassen, hätten wir großes Interesse dran. Auf jeden Fall. Und das war's dann auch schon. Jetzt kommentiere ich das Spiel. Am besten der Maus-Akrobat. Also Maus-Akrobat, wenn du irgendwann mal in ferner Zukunft dieses Video sehen solltest. Ja, der Hauptmann Kloss möchte was von dir. Ich möchte nicht von ihm, aber ich möchte was lernen, ja. Schade, ich wollte das jetzt eigentlich so stehen lassen. Aber ich glaube, doch eine Partnerbörse. Aber ich glaube, Akrobat hat da eine Schnecke gegeben. Hat sie mal ein Video von ihm kommentiert? Ja, jetzt fahr ich mal da lang, jetzt fahr ich mal so lang. Au, scheiße. Was los? Bist du über den Fuß gefallen? Oh, drei Stück habe ich gekriegt. Von? Isu T34 ist drei. Alles in einer Sekunde. Also wenn der T150 da noch länger stehen bleibt, also ich hab da nichts gegen, ne? Oh, schade. Und von der Isu habe ich auch noch einen Bouncer gehabt. Also bist du eigentlich, theoretisch wärst du schon weg gewesen. Ja. Wir müssen die Sache halten. Schön defensiv. Ich hätte gerade so schön auf den IS-3 schießen können, aber nein. Ich muss mir mal dieses Goldschießen abgewöhnen, ey. Ich wollte gerade schon wieder auf Gold laden. Oh, der Leopard. Wie schießt der denn? ISO und T54, habt ihr die irgendwie im Auge? Nee, ja, ich versuche gerade dort. Der Leopard, der schießt ja. Bam. Ist ja krass. Ja, schön, schön defensiv. Oh ne, ich hab drüber geschossen. Ihr könnt mich mal. Die Su ist weg. Sehr gut. Du 100. Schön halten hier. Schade. Aber irgendwas davor. Kommst du noch zurück? Nee. Ich? Ich muss mich weiter zurückziehen hier. Ja. Hauptmann, kommst du auf den T-54? Na, ich probier's. Ja, dann muss ich weiter vorfahren. Soll ich ja nicht machen. Ich muss warten, bis der T4. Leider ein Abpraller, tut mir leid. Ich bin weg. Schade. So, wem gucken wir zu? Wir gucken mal dem Hauptmann erstmal zu. Gucken, ob der uns noch rächt. Ja. Hauptmann, wo guckst du hin? Guck
guck eigentlich geradeaus. Auf den T54. Okay. T54, IS3, IS6, Löwe. Nicht zu weit, nicht über den Hügel rüber. Naja, tschüss. Entschuldigung, wenn ich das sag ich. Der T54 kommt zu dir? Ja. Links von dir, Joma, der T54. Losgekettet oder zumindest an der Seite abgeprallt. Also, was der mich genervt hat, ne? Den fährt ja auch der Akrobat immer so gerne, den T54. Da hat er ihn schon wieder erwähnt. Okay. Erwischt. Wir reden nicht mehr von dem Seiltänzer. Dass man nicht reinzoomen kann, wenn man einem anderen Panzer zuguckt, ne? Ja. Aber ich habe hier kein Backup großartig. Ich kann nicht über die Ritschlein fahren. Fahr mal vor und spotte den T-54. Ja. Passen auf die BNI essen und auf den Löwen. Da ist er gespottet, der T-54. Oder kannst du dem T-54 in die Seite fahren? Vernünftig rein theoretisch machen, wenn er mich. Pass auf, der fährt vor, der T-54. Der will zu mir. Sehr gut, jetzt könnt ihr ihn von zwei Seiten auseinandernehmen. Ach, dann nehme ich. Zieh dich zurück. Nee, dann nehme ich geschossen, scheiße. Zieh dich zurück. Ja, kann doch. Leider im Moment nicht vor, sonst fährt mir der ist. Schon. Aber der hat mich jetzt gesehen, Mist. Da siehst du, der ist 6 von hinten. Ey, das hätte man nicht verlieren dürfen. Hast du gut Schaden gemacht oder was? Das nicht, plus 1700, aber trotzdem. Sowas von sinnlos und nutzlos, wenn das jetzt eine Niederlage wird. Oh. Kommst du auf den IS-3? Ich muss bloß aufpassen auf den T-54. Von mir. Ja. Pass auf, voll. Oh. Ich wollte gerade abdrücken. Auf den. Oh, scheiße. Die ist 3, die hätte ich jetzt nehmen können gerade. Meine Güte, da hast du so blinde Tomaten im anderen Team und du schaffst es nicht, die zu besiegen, ey. Das ist zum. Ja? Mhm. Wir gucken ja auch unter 18-Jährige dazu. Mhm. Kotzen wollte er sagen, das ist, glaube ich, jugendfrei. Meinst du? Mann, ey. Oh, AMX ELC gegen IS-3. Wieso bewegt er sich nicht? Verstehe ich nicht. Gut, ihm ist das egal. Der sagt sich sowieso, vielleicht. Erstmal ist das sowieso ein Blinder. Und er hofft auf die Arti wahrscheinlich. Und dann, Ja, außerdem ist der AMX ein Teamwart. Ja, nur normalerweise sieht man einen AMX immer durch die Gegend rasen. Aber der hat es jetzt eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Der hat nämlich den IS-3 gekettet. Und die Arti darauf aufmerksam gemacht. Beziehungsweise die Isu. Ja, das ist natürlich selten dämlich frontal auf IS-3 los, ey. Na, ich glaube, da wollte der jetzt eigentlich. Man hört dich gerade nicht. Ich sage, eigentlich wollte der, glaube ich, mehr nach links rumfahren, um ihn dann in die Seite zu schießen. Ja. Aber, naja. Aber der hat es gar nicht so verkehrt gemacht von der Idee her, glaube ich. Unterstelle ich ihm jedenfalls mal. Aber man weiß es natürlich nicht, ne? Unterstelle mir einfach mal, der ist ein Bot. Oh. Nein, das glaube ich nicht. Gut, aber ich meine. Ja, war eine Niederlage, die hätte auch ein Sieg werden können, das ist natürlich blöd, ne? Aber, mein Gott. Ja, jetzt. So, Leute. 45. Ich hoffe, ihr erinnert euch nochmal an den Aufruf, den ich am Anfang gemacht habe. Falls sich da jemand berufen fühlt und die Fähigkeiten dazu hat, bitte melden. Bis dahin. Krummel, ciao. Krummel wäre auch nicht schlecht. Ciao.